Meine Damen und Herren, wir kommen nun zu Episode 2, zu diesem Kapitel Ökoeffizienz, Richtungen und Konsequenzen für ein nachhaltiges Wachstum. Und bisher haben wir uns in auch der Episode 1 immer wieder darum unterhalten, welchen Beitrag Ökoeffizienz eben auch zu der Wirtschaft leisten kann, also zu einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung auf mikroökonomischer Ebene. Und nun wollen wir uns da einfach weiter dran vorbewegen und wollen sehen, welchen Beitrag leistet Ökoeffizienz zu einem nachhaltigen Wachstum. Anschließend werden Sie dann in Episode 3 wieder eine Diskussion erleben, wo wir einige Themen nochmal aufgreifen und vertiefen werden. Somit kommen wir zu den Lernzielen. Lernziel 1. Sie kennen die wichtigsten Kritikpunkte am Konzept der schwachen und starken Ökoeffizienz. Lernziel 2. Sie wissen, warum der technologische Ansatz von Ökoeffizienz um die institutionelle Perspektive erweitert werden sollte. Und das Lernziel 3. Sie können den Ökoeffizienzansatz in Richtung nachhaltiges Wachstum erweitern. Sie sehen, das ist ein Ablauf dieser Episode, der sicher ganz anspruchsvoll ist, aber natürlich auch neue Perspektiven aufzeigt, die in der ganzen Ökoeffizienzdiskussion sicher noch nicht ausreichend geführt wurden. Gliederung. Erstens, Kritik am Konzept der starken und schwachen Ökoeffizienz. Zweitens, nochmal zurückkommend auf Ökoeffizienz als technologischer Ansatz, möchte ich nochmal ganz kurz einige Punkte zusammenfassen und wiederholen, damit wir dann in dem dritten Punkt zu der institutionellen Perspektive kommen und auch deutlich machen können, warum diese institutionelle Perspektive besonders wichtig ist, auch in diesem erweiterten Verständnis dann von Ökoeffizienz. Und schließlich kommen wir dann zu dem Beitrag der Ökoeffizienz zu einem nachhaltigen Wachstum. Und der Begriff des nachhaltigen Wachstums, nur ganz kurz an dieser Stelle schon mal aufgegriffen, konzentriert sich eben nicht nur auf die ökologische Dimension, sondern da kommt natürlich diese soziale Dimension, aber auch ein Punkt, der meistens vergessen wird hierbei oder zu wenig berücksichtigt wird, beim nachhaltigen Wachstum. Natürlich auch die Verteilungsfrage kommt hier noch mit rein, die ich am Ende aufgreifen werde und die in der Ökoeffizienzdiskussion natürlich auch überhaupt nicht angelegt ist oder in der Ökoeffizienzdiskussion nicht vorkommt. Gut, Kritik am Konzept der Ökoeffizienz. Was ist bei der Ökoeffizienz kritisch zu hinterfragen? Die Ressourcenproduktivität darf kein Selbstzweck sein. Ich nenne erst die anderen Punkte und komme dann nochmal auf die einzelnen Punkte drauf zurück. Verwendung realer statt nominaler Kennzahlen, ungewisse Entwicklung des Wirtschaftswachstums, Existenz von Sättigungseffekten und schließlich nähere Spezifizierung der Ressourcenknappheit. Da sehen Sie im Moment vielleicht noch nicht so ganz den roten Faden zwischen den einzelnen Punkten, aber ich glaube, der lässt sich jetzt doch relativ leicht auch aufzeigen. Ressourcenproduktivität darf kein Selbstzweck sein, und zwar deshalb, weil wir ganz unterschiedliche Ressourcen haben. Erstens, wir haben nicht erneuerbare Ressourcen, aber wir haben auch erneuerbare Ressourcen. Wir haben die Möglichkeit, bestimmte Ressourcen zu substituieren etc. Also das ist sehr viel breiter angelegt, als das auf den ersten Blick erscheinen mag. Der zweite Punkt ist auch, denke ich, sehr interessant, Verwendung realer statt nominaler Kennzahlen. Nachdem ich Ihnen das gerade mit dem ersten Punkt schon kurz erläutert habe, es gibt erneuerbare, es gibt nicht erneuerbare Ressourcen, da können wir ja nicht sagen, wir wollen alle Ressourcen in gleichem Maße oder die Ressourcenproduktivität in gleichem Maße erhöhen, sondern die Frage ist, wo haben wir eine Erhöhung nun besonders wichtig? Und dazu müssen wir natürlich wissen, welche Ressourcen zeichnen sich denn durch eine besonders starke Knappheit aus und welche Ressourcen haben wir relativ reichlich zur Verfügung. Ich möchte das mal am Beispiel von Erdöl deutlich machen und dabei komme ich natürlich auf den Bericht an den Club of Rome Grenzen des Wachstums zurück.
viele Skeptiker zu diesem Bericht Grenzen des Wachstums triumphieren heute und sagen, schaut her, was hat das gebracht, die ganze Diskussion um Grenzen des Wachstums? Wir haben doch reichlich Öl, Erdöl zur Verfügung. Das mag auf der einen Seite stimmen. Auf der anderen Seite, wenn wir uns das anschauen, wie Erdöl heute gewonnen wird durch Fracking-Methoden zum Beispiel oder dadurch, dass das Erdöl in Alaska und anderen sehr sensiblen, ökologisch sehr sensiblen Regionen gewonnen werden soll, müssen wir uns natürlich schon fragen, überwinden wir hier nicht bis zu einem gewissen Grad eine Knappheit mit einem hohen ökologischen Risiko, das in der ganzen Diskussion auch nicht vorkommt. In Amerika sowieso nicht, um es mal etwas salopp zu formulieren, das heißt in den USA nicht, weil dort der Fortschrittsglaube ungebremst ist und die Probleme immer wieder in meinen Augen viel zu stark außer Acht gelassen werden. Aber das gilt natürlich auch für andere Ressourcen. Insofern würde ich schon sagen, dass diese Grenzen des Wachstums nach wie vor ernst genommen werden sollten und eben nicht um jeden Preis bestimmte Ressourcen gewonnen werden sollten. Wie uns viele Wissenschaftler, die sich mit der Sensibilität von bestimmten Ökosystemen sehr intensiv beschäftigt haben, gelehrt haben. Und darauf möchte ich mich auch berufen und möchte ich mich immer wieder beziehen. Das heißt also, wir brauchen reale Zahlen über die Knappheit bestimmter Ressourcen und können eben nicht sagen, Ressourcenproduktivität ist wichtig, dass wir meinetwegen die Ressourcen, auch wie das zum Beispiel in der Nachhaltigkeitsstrategie, nationalen Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesrepublik Deutschland vermerkt ist, die Ressourcenproduktivität, Energie- und Rohstoffressourcen sollen sich um so und so viel erhöhen, die Ressourcenproduktivität. Da müssen wir sicher auch dann genauer hinschauen und uns fragen, welche Produktivitäten müssen sich in besonderem Maße erhöhen und welche vielleicht in weniger starkem Maße. Also wir brauchen reale Zahlen, die sich an den konkreten Gegebenheiten eben orientieren. Ungewisse Entwicklung des Wirtschaftswachstums. Wir wissen sehr wohl, dass wir immer wieder auch exogene Schocks haben durch Kriege und so weiter. Also müssen wir das auch natürlich hier beim Wirtschaftswachstum mit einbeziehen, genauso wie die Existenz von Sättigungseffekten. Wir haben eben auch beim Wirtschaftswachstum vielfältige Strukturveränderungen hinsichtlich der Entwicklung von Wirtschaftswachstum. Es kommen immer wieder neue Sektoren auf, wo das Wirtschaftswachstum steigt. Wer weiß denn, wie sich das Wirtschaftswachstum im Kontext der Digitalisierung der Wirtschaft entwickeln wird? Welche Bereiche wachsen hier und welche werden gegebenenfalls schrumpfen? Und damit der letzte Punkt, den ich schon angesprochen habe, natürlich auch eine nähere Spezifizierung der Ressourcenknappheit. Haben wir eine relative Knappheit, eine absolute Knappheit etc. Ökoeffizienz nochmal als technologischer Ansatz. Das sollten wir uns klar machen, dass wirklich es sich bei der Ökoeffizienz im traditionellen Verständnis um einen ausschließlich explizit und ausschließlich technologischen Ansatz handelt. Und hier haben wir gesagt, sollte es natürlich primär um integrierte Umwelttechnologien gehen, die die Ökoeffizienz fördern sollen. Und damit gehen wir dann eben auch mehr in die Richtung einer starken Ökoeffizienz. Sie leistet einen wesentlichen Beitrag zu einer Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Umweltbelastung. Darüber besteht, glaube ich, kein Zweifel und da besteht ein großer Konsens. Das andere, was wir wahrzunehmen haben, auch bei der Ökoeffizienz, ist natürlich, dass Wachstum und Umweltschutz nicht per se konfliktär sind. Ich hatte auch am Anfang dieser Vorlesung schon darauf hingewiesen, dass wir sehr wohl auch Bereiche haben, wo wir Wachstum haben, wo Wachstum wirtschaftlich, also Wachstum wünschenswert ist, gesellschaftlich wünschenswert und dass wir da zum Teil eben keine großen Umweltbelastungen haben. Das heißt, Ökoeffizienz sollte sich eben hauptsächlich auch auf jene Bereiche konzentrieren, wo wir eben diese Entkopplung von Wachstum und Umweltverbrauch unbedingt brauchen. Nachhaltiges Wachstum
ist besonders in Industrieländern gefordert. Das heißt also, diese ganze Diskussion, die ich an dieser Stelle jetzt aufzeige und führe, gilt primär für Industrieländer. Und unsere Erfahrungen sollten dann natürlich auch verstärkt eben in Entwicklungsländern nutzbar sein. Aber zunächst ist die Frage des nachhaltigen Wachstums eine Frage, die in Industrieländern eingefordert wird. Wobei es auch Entwicklungsorganisationen gibt, wie meinetwegen Miserio und andere Organisationen, die diese Frage nun auch verstärkt in Entwicklungsländern vorantreiben möchten, also mit ihren Partnerorganisationen diskutieren möchten. Ansatzpunkte, produktionstechnische Bedingungen. Das ist richtig, sinkender Ressourceneinsatz auf der einen Seite, aber eben auch sinkende Emissionen. Und die sinkenden Emissionen sind im Prinzip im Ökoeffizienzansatz auch nicht ausreichend thematisiert worden bisher, sind bisher zu wenig berücksichtigt worden. Was haben wir denn für einen Vorteil, um das mal so ein bisschen plakativ darzustellen, wenn wir in der Ökoeffizienz erfolgreich sind, obwohl es sich meinetwegen um nachwachsende Ressourcen handelt und gleichzeitig aber die Emissionen stark steigen? Dann haben wir zwar Vorteile im Bereich der Ökoeffizienz, aber wenn wir uns fragen, was bringt uns das, wenn wir steigende Emissionen haben, müssen wir da sicher dann eben auch Abstriche machen. Und damit wird eben deutlich, dass der Ökoeffizienzansatz tatsächlich bisher relativ stark auf eine Verbesserung der Effizienz von Ressourcen fokussiert ist und andere Dinge zum Teil eben zu wenig betrachtet oder zu wenig mit einbezieht. Erfolgreich sind langfristige und umfassende politische Maßnahmen, und damit kommen wir jetzt auch zu der institutionellen Perspektive. Und da möchte ich ein Stichwort aufgreifen, das in den letzten Jahren relativ intensiv diskutiert wurde, nämlich die ökologische Industriepolitik, weil bei der ökologischen Industriepolitik es nicht nur um Ressourceneffizienz ging, sondern eben auch um Emissionen und andere Bereiche, wo wir gesagt haben, dass die industrielle Entwicklung umfassend sich stärker in Richtung Ökologie entwickeln sollte. Insofern denke ich, ist es ganz lohnend, in diesem Zusammenhang sich auch nochmal mit diesem Thema der ökologischen Industriepolitik näher zu beschäftigen. Und damit kommen wir natürlich auch zu der Frage der ökologischen Modernisierung. Es geht also um ökologisch-ökonomisch vorteilhafte Ergebnisse, und da muss dann natürlich auch dabei sein, was wir früher ja auch hier schon diskutiert haben, muss dabei sein zum Beispiel der Abbau, die Verringerung von Emissionen. Denn wir wissen, wie dringend das Thema des Klimaschutzes ist und dass da Emissionen vielleicht manchmal eine wichtigere Rolle spielen als die Ressourcenproduktivität, sollten wir dabei eben auch zur Kenntnis nehmen und nicht übersehen. Umweltbelastungen durch neue Technologien reduzieren ist richtig, das haben wir gesagt. Input-orientierte Ressourceneffizienz, das sind die integrierten Umwelttechnologien. Aber dann kommt auch ein weiterer Punkt dazu, das ist die Risikoeffizienz. Wir haben in der ganzen Diskussion auch das Thema der potenziellen Risiken zu wenig bisher beachtet. Was sind zum Beispiel, was bedeutet die Entwicklung von bestimmten Chemikalien und so weiter? Da sind Risikopotenziale mit drin, wo wir auch sagen müssen, wir sollten die besser im Blick haben und uns fragen, wie können wir das reduzieren. Dann ein Thema, das natürlich auch in der Ökoeffizienzbetrachtung viel zu wenig drin ist oder auch so nicht angedacht ist, ist die Transporteffizienz. Wir haben unendlich viel Transportkilometer sozusagen und wissen, dass natürlich vieles eigentlich auch regional möglich ist, nicht? Es wurde zum Beispiel ja auch mal aufgezeigt, nehmen Sie einen Joghurtbecher, wie viele Kilometer kommen auf einen Joghurtbecher zu,
Das heißt, wenn die Milch von X nach Y transportiert wird und so weiter und so weiter, wenn diese Plastikbecher dann noch dazukommen und so, da könnten wir natürlich auch hinsichtlich der Transporteffizienz viel mehr noch erreichen, als das bisher überhaupt angedacht ist. Wenn Tiere, was ja auch häufig durch grausame Tiertransporte passiert, von über hunderte von Kilometern transportiert werden und so weiter. Also hier gibt es viele Bereiche, die eigentlich noch reduziert werden können. Output-orientierte Emissionseffizienz haben wir diskutiert, vor allem auch der schwachen Ökoeffizienz bzw. bei den End-of-Pipe-Technologien. Das heißt also, für eine nachhaltige Entwicklung und auch dann im Folgenden für ein nachhaltiges Wachstum müssen ökologische, ökonomische Aspekte durch institutionelle Reformen erweitert werden. Durch institutionelle Reformen, zum Beispiel eines intelligenten Transportsystems, wofür es durchaus auch interessante Beispiele gibt. Und für die institutionellen Reformen ist natürlich im Wesentlichen die Regierung zuständig. Das kann den Unternehmen in der Regel jedenfalls nicht selbst überlassen werden. Jetzt kommen wir zur institutionellen Perspektive. Das bedeutet, dass wir einen umfassenden ökologischen Strukturwandel haben. Und hier muss natürlich dann der Effizienzansatz, die Effizienzüberlegungen, die in der Ökoeffizienz angelegt sind, ergänzt werden, wie das, glaube ich, gerade schon etwas verdeutlicht wurde. Das heißt, alleinige Effizienzerhöhung ist nicht hinreichend für eine nachhaltige Entwicklung. Insofern möchte ich an dieser Stelle einfach mal sagen, Ökoeffizienz ist sicher ein wichtiger Beitrag für nachhaltige Entwicklung, aber es ist, um es mal so zu formulieren, nur einer von vielen Bausteinen, der hierzu einen Beitrag leisten kann. Das muss man ganz klar sehen, sonst wird man Ökoeffizienz als Ansatz einfach überhöhen. Strukturen durch technische, politische und soziale Maßnahmen verändern. Und hier kommen jetzt eben sowohl die politischen als auch die sozialen Maßnahmen mit herein, die den technischen Aspekt der Effizienzerhöhung sozusagen ergänzen müssen. Das haben wir ja auch schon so ein bisschen im Zusammenhang beispielsweise mit der starken Ökoeffizienz diskutiert, dass eine starke Ökoeffizienz, die Realisierung einer starken Ökoeffizienz eben nur dann möglich ist, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Unternehmen mit einbezogen werden. Das wäre eine solche soziale Maßnahme, die hier angesprochen werden kann, aber dafür gibt es natürlich viele andere Beispiele. Hier ist es nochmal zusammengefasst und diese Tabelle ist insofern, denke ich, ganz gut, weil in der linken Spalte können Sie sehen, die technologischen Innovationen, die wir in der Ökoeffizienz hinreichend schon diskutiert haben, sowohl in der schwachen als auch in der starken Ökoeffizienz. Und dann in der horizontalen oberen Ebene haben wir dann die sozialen und institutionellen Innovationen, die hier eben zusammengeführt werden müssen, zusammengeführt werden können. Und insofern kommen dann eben auch Dinge herein wie Beziehung Hersteller-Konsument, ein Thema, das auch noch relativ am Anfang steht, zum Beispiel bei Carsharing oder anderen Themen, oder dann natürlich auch die Konsumenten explizit als Verantwortliche hier mit einzubeziehen mit ihren Konsummustern. Das hatten wir an einer früheren Stelle auch schon angesprochen und das wird hier eben nochmal entsprechend aufgegriffen in dieser Tabelle. Aber wie gesagt, viele Aspekte sind hier schon auch diskutiert worden in früheren Episoden und deshalb möchte ich das auch mehr hier an dieser Stelle als eine Synopse sozusagen, als eine Zusammenfassung verstehen. Nun, der Beitrag der Ökoeffizienz zu einem nachhaltigen Wachstum. Wir kommen also zum Ende langsam dieser Episode. Und da geht es sowohl um eine Steigerung der Produktion zur Verbesserung der Lebensqualität bei gleichzeitiger Schönung oder Schonung der Umwelt. Das ist wichtig, dass wir hier die Lebensqualität nochmal auch erwähnen,
weil die Lebensqualität, das hatten wir an früherer Stelle auch immer wieder schon gesagt, eben nicht nur ja, gesteigert werden kann durch materiellen Konsum, durch Produkte, sondern in die Lebensqualität fallen eben auch andere Dinge mit ein oder gehören andere Dinge mit dazu. Bei gleichzeitiger Schonung der Umwelt. Also wir erweitern diese Steigerung der Produktion von materiellen Gütern um die Lebensqualität bei gleichzeitiger Schonung der Umwelt. Bedingung: Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Umwelt, wobei auch das, diese Entkopplung durch starke Ökoeffizienz hier eindeutig gefordert wird, nämlich durch einen technologischen Fortschritt, durch Recycling, durch Substitution, aber auch, und das kommt die Ergänzung, durch eine Veränderung der Nachfrage. Das heißt also, Entkopplung im Rahmen der starken Ökoeffizienz sollte eben nicht nur die Produktionsseite sehen, sondern auch die Konsumseite bzw. die Nachfrage, wo wir eben auch eine Veränderung unbedingt erforderlich haben bzw. benötigen. Die zentralen Fragen sind hierbei: Brauchen wir weiteres Wachstum und welches Wachstum ist wünschenswert? Durch die Ökoeffizienz haben wir ja im Prinzip mehr oder weniger ja, eine Fortsetzung auch rein quantitativen Wachstums. Es geht ja darum, dass wir auf der einen Seite die ökologische Effizienz verbessern, auf der anderen Seite die wirtschaftliche Effizienz eines Unternehmens verbessern. Und die wirtschaftliche Effizienz bedeutet nichts anderes im Prinzip als mehr Wachstum, quantitatives Wachstum zu erzielen. Nun kann man sagen, das ist doch gut, wenn wir auf der anderen Seite auch die Ökologie entlasten, dann haben wir doch eigentlich schon sehr viel erreicht, wobei dieses sicher nicht reicht. Erstens, es bedarf eines ökologisch-ökonomischen Gleichgewichtes. Das heißt also, es darf nicht nur ökoeffizient sein, ohne dass wir dabei Auskunft darüber kriegen, ob das tatsächlich zu einem ökologisch-ökonomischen Gleichgewicht führt. Es kann ja sehr wohl sein, wie ich das vorhin aufgezeigt habe, dass wir einen eindeutigen Fokus bei der Ökoeffizienz auf der ökonomischen Seite haben. Und das reicht natürlich dann hinsichtlich einer nachhaltigen Ökoeffizienz nicht aus, sondern das war ja das Spezielle an der nachhaltigen Entwicklung, dass wir gerade auch in der Beziehung zwischen Ökonomie und Ökologie wirklich ein Gleichgewicht brauchen, nachdem dann eben die ökologischen Systeme nicht beliebig belastet werden können. Erweiterung des Ökoeffizienzansatzes: Nachhaltiges Wachstum erfordert mehr als Ökoeffizienz. Das ist die zentrale Aussage und dies möchte ich jetzt hier noch ein bisschen untergliedern. Soziale Nachhaltigkeit und Wachstum. Es wird auch ein Wachstum sozialer Güter. Es gibt eben nicht nur materielle Güter, sondern es gibt eben auch soziale Güter wie Bildung, Gesundheit, Pflege, erneuerbare Energien etc. Wird für alle gefordert. Und das ist natürlich in dem Ansatz der Ökoeffizienz nicht gegeben. Insofern fordert soziale Nachhaltigkeit eben auch ein etwas anderes Wachstum, als das im Verständnis der Ökoeffizienz angelegt ist. Die Relevanz sozialer Güter muss ich, glaube ich, nicht groß erläutern. Das führt natürlich zu einer Erhöhung des Gemeinwohls, wenn wir ein verbessertes Gesundheitswesen kriegen, wenn wir ein verbessertes Gesundheitsniveau in einer Gesellschaft kriegen, aber wenn wir auch eben einen Ausbau der Bildung für alle, wirklich für alle, auch für jene, die vielleicht nicht so bildungsstark sind, bekommen, dann geht das natürlich in eine andere Richtung und dann wird die Relevanz dieser sozialen Güter für eine Erhöhung des Gemeinwohls, Gemeinwohl ist auch keine Kategorie von Ökoeffizienz, geht das natürlich in eine andere Richtung. Anspruch: nachhaltiges Wachstum, gleichgewichtiger Zustand zwischen marktgesteuertem und sozialem Wachstum, das ist hier eben gefordert und das muss dann eben bei der Ökoeffizienz auch so erweitert werden. Und schließlich ein Punkt, der bisher völlig außen vor geblieben ist, auch in der Wachstumsdiskussion: Wachstum und Gerechtigkeit.
Wir werden dann im nächsten Kapitel ja ausführlich auf das Thema der Gerechtigkeit noch eingehen. Insofern möchte ich das jetzt hier nicht groß ausführen, aber zumindest andeuten, in welche Richtung es geht, denn dann haben wir auch natürlich schon einen besseren Übergang zu dem nächsten Kapitel, das ja dann sich ganz anders und in eine andere Richtung hin orientiert, als das jetzt durch diese beiden Ökoeffizienzkapitel geschehen ist. Wachstum und Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist ein konstitutives Merkmal. Die intra- und intergenerationale Gerechtigkeit ist ein konstitutives Merkmal nachhaltiger Entwicklung. Und dementsprechend müssen wir dann natürlich auch fragen, wem bringt es denn zum Beispiel etwas, wenn wir auch die ökonomische Effizienz erhöhen können, wenn Gewinne von Unternehmen erhöht werden. Bleiben diese Gewinne, diese Effizienzgewinne dann im Wesentlichen bei den Unternehmen, bei dem oberen Management und so weiter, oder partizipieren da auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Das ist hier eine Frage dann der gerechten Verteilung von Wachstum. Und da haben wir natürlich Indikatoren, nämlich die Einkommens- und Vermögensverteilung. Und ich glaube, es ist ein ganz guter Übergang zum nächsten Kapitel, wenn ich an dieser Stelle auch schon mal feststelle, dass wir gerade in Industrieländern, aber auch in Entwicklungsländern eine wachsende Ungleichverteilung von Einkommen und Vermögen haben. Das heißt, nochmal zurückgefragt zur Ökoeffizienz. Wenn wir hier wirtschaftliche Effizienzgewinne haben, und das ist zunächst erstmal positiv besetzt, dieses Thema, dann geht es eben auch um die Frage, im Kontext nachhaltiger Entwicklung und eines nachhaltigen Wachstums, wie werden diese Effizienzgewinne verteilt? Und da scheint es eben auch noch Potenzial zu geben, um es auch wiederum positiv zu formulieren, dass diese Effizienzgewinne dann auch noch anders gerechter verteilt werden. Ja, und dann komme ich zu den Aufgaben für das Selbststudium. Erstens, untersuchen Sie, wie das Erneuerbare Energiengesetz der deutschen Bundesregierung in den technischen Fortschritt befördert oder befördern konnte. Die zweite Frage ist, finden Sie heraus, in welchen Technologiemärkten die deutsche Bundesregierung das Innovationsgeschehen intensivieren könnte und möchte. Könnte insofern auch natürlich, weil wir hier auch in zunehmendem Maße fragen müssen, in welchen Technologiemärkten soll die Bundesregierung das denn befördern, im Sinne auch einer ökologischen Modernisierung. Das ist wichtig an dieser Stelle auch stärker zu berücksichtigen, nachdem ich Ihnen vorhin schon gesagt habe, 50% der Subventionen sind eben nicht förderlich unbedingt für die Ökologie, für die Natur. Und dritte Frage, nachhaltiges Wachstum erfordert mehr als Ökoeffizienz. Nehmen Sie zu dieser Aussage Stellung. Ich glaube, das haben wir gerade am Schluss ausführlich kennengelernt, was hier zu sagen wäre. Und insofern möchte ich das an dieser Stelle auch nicht nochmal vertiefen. Auch hier eine Reihe von Literaturquellen, die ich hier zusammengestellt habe. Und damit möchte ich auch diese Episode beenden. Vielen Dank.